Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 9. Wir sind vor diesem Ort hier. Und da werden wir jetzt einfach mal reingehen. Ich bin hier eingewickelt in Decken und mit Katze und allem drum und dran. Sidan? Hier ist das Dorf von der Esper und das Zuhause von Aiko. Das Dorf der Esper. Also es ist Madainsari heißt es. Dorf der Esper. Hier, das ist ja ein einziger Trümmerhaufen. Lilly? Was ist hier passiert? Das ist ja eine einzige Ruine. Madainsari, legendäres Dorf der Esper. Kupo, Kupo, Kupo! Mocha, Moko, Chimomo! Kupo, Kupo! Morgel, Morrison! Und wo ist Mogu? Sie wurde doch nicht etwa wirklich gefressen. Mogu! Kupo? Kupopo? Aber nein, Aiko ist dir nicht böse. Aber du darfst Aiko nie mehr so allein zurücklassen, hörst du? Kupo? Kupo? Komm schon, Sidane. Habt ihr verstanden? Nulpo Kupo. Mogu bleibt bei Aiko. Kupo. Genau wie immer an deinen Stammplatz. Kupo. Dieser kleine Mogu eben gerade. Hat er sich in deinem Kleid versteckt? Mogu ist ihr Name und wir sind praktisch unzertrennlich. Kupo! Sidane, du setz dich dorthin. Hey! Weißt du, Aiko hat irgendwie Interesse an dir. Verstehst du? Naja, in gewisser Weise habe ich auch Interesse an dir, Aiko. Echt? Zum Beispiel, was die Bestia betrifft und... Was bist du denn so für ein Typ? Wie alt bist du denn? Was machst du denn so und wo willst du denn überhaupt hin? Langsam, langsam eigentlich. Was ist denn dein Lieblingsessen? Was sind denn deine Lieblingsbestia? Wer sind denn deine Lieblingsmochis? Und was für einen Frauen magst du denn so? Blablabla. Das war jetzt ein bisschen zu viel. So jemanden wie dich treffe ich zum ersten Mal in meinem Leben. Lilly? Was hast du? Weilst du noch unter uns? Ja, das heißt, nein. Ich meine, es ist nichts. Hast du womöglich Fieber? Huch. Anscheinend auch nicht. Bist du etwa eifersüchtig? Warum sollte ich? Sidane, Lilly, seid ihr wirklich nur ganz normale Freunde? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da noch mehr ist. Ganz einfach nur Freunde sind wir vielleicht wirklich nicht. Aha! Sondern? Wir sind sozusagen Kameraden. Kameraden? Ja. Und Vivi gehört auch... Wo steckt er eigentlich? Vivi? So wie Aiko mit Mogu und den ganzen anderen Mokris? Ja, so ähnlich. Fertig mit Aufräumen, Kupo! Danke, Mocha. Bin sofort da. Sidane, Aiko macht jetzt was Leckeres zu essen. Bis dahin musst du aber hier bleiben. Wir brauchen eh noch einiges an Infos und eine Kleinigkeit könnte ich auch vertragen. Ja, du hast recht. Also, ich rufe euch dann, wenn das Essen fertig ist. Active Time Event. Oh, was Vivi fühlt. Oh, der arme Kerl, was fühlt er denn? Armer Schnuffelpups. Herr 288 sagte mir, ich kenne die Bedeutung des Todes. Ich glaube, stehenbleiben und sterben sind etwas anderes. Aber in Wirklichkeit weiß ich nicht, was es heißt, zu leben oder zu sterben. Wo kommt man her und wohin kehrt man zurück?
Wenn dieser sich schließende Kreis bedeutet, zu leben, wo hat dann mein Kreis begonnen? Und wo endet er? Was ist nur mit mir? Ich zittere auf einmal so. Was ist das nur, dieses seltsame Gefühl? Ach Gott, der arme Kerl. Okay, wir schauen uns jetzt einfach mal so ein bisschen hier um. Oh, da ist was. Libra! Ah, eine Stellatio, sehr schön. Was haben wir denn hier sonst noch so? Irgendwas noch? Ich laufe mal so ein bisschen hier in die Richtung. Gucken wir uns da nochmal alles an. Ob wir hier vielleicht irgendwas einsammeln können. Ich will jetzt auch nicht rausgehen, da wir ja alleine sind. Und wahrscheinlich geht man raus, macht einen Schritt, wird direkt angegriffen. Ich kenne ja mein Glück. Der Laden hier ist aber echt ein einziger Trümmerhaufen. 10 Jahre nach dem Verfall würde ich mal locker tippen. Naja, mal sehen, was Aiko uns kochen wird. Was Aiko fühlt. Danke fürs Aufräumen. Ist ja wirklich alles sauber geworden. Jetzt kann Aiko auch ohne Bedenken Zidane in ihr Haus einladen. Und ab jetzt geht's um die Wurst. So wie Aiko das gesehen hat, haben Zidane und Lily nämlich noch rein überhaupt nichts am Laufen. Ich habe das Gefühl, dass Lily in dieser Beziehung ein wenig auf dem Schlauch steht. Es besteht also noch Hoffnung, dass Aiko was für sich rausschlagen kann. Aiko wird Zidane mit ihren Leckereien nur so verführen, damit er hier gar nicht mehr weg will. So läuft also der Hase, na dann viel Glück. Aber die Gerichte von Chefkirsch und Aiko sind des Öfteren zum Scheitern verurteilt, Kubo. Vor allem jetzt, wo unsere Vorräte fast aufgebraucht sind. Ja, ich weiß, aber deswegen möchte Aiko Zidane trotzdem beeindrucken. Helft ihr mir? Timon! Das ist ein Befehl! Die Spezialität von Aiko ist Kartoffeleintopf. Da muss ich zugeben, dass er sogar eine Mokri schmeckt. Aber neulich war er so scheußlich, dass es mir fast den Bommel vom Kopf gerissen hätte. Und was willst du noch servieren? Irgendwas als Beilage muss ich mir noch überlegen. Wie wär's mit Fisch, Kupo? Frischer Fisch muss nur gebraten werden und schmeckt trotzdem prima, Kupo. Das hört sich gut an. Okay, das heutige Menü besteht aus Kartoffeleintopf und frischem Fisch. Wer geht denn am besten angeln? Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendeinen Grund macht, aber ich finde, Mogel klingt wie Angel. Also nehmen wir Mogel. Ich verlasse mich auf dich, Mogel. Kupo. Kartoffeln? Weiß ich nicht. Chimomo. Ich verlasse mich auf dich, Chimomo. Kupo. Mutter bleibt als Gehilfe von Aiko in der Küche. Kupo. Passt die Arbeitseinteilung so? Ja, okay, machen wir das. Ich weiß halt nicht, ob das irgendwie was zu bedeuten hat. Dann los! Großvater, Aiko möchte nicht mehr alleine sein. Deswegen hilf mir, dass alles gut geht. Also so ein bisschen tut sie mir ja leid, aber so richtig sympathisch ist sie mir nicht, wenn ich ehrlich sein soll. So, reden wir nochmal mit Lily. Ich glaube, ich bin ein wenig müde. Okay, dann gehen wir mal nach hier. Schon wieder ein ATE. Was Lily fühlt. Ach ja, wir gehen jetzt die Gefühle von allen durch. Ist ja schön. Das Dorf der Esper. Vor langer Zeit habe ich einmal darüber gelesen. Ein Volk, das die Bestia beschwört und sie beherrscht. Die Bestia. Früher konnte ich mich nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass die Bestia in mir lebten. Nur aus diesem Grund. Nur weil in mir die Bestia lebten, nahm Mutter mich gefangen und wollte mich für ihren Krieg benutzen. Ich wollte sie gar nicht mehr haben, wenn ihre Existenz Mutter zu solchen Taten verleitet oder sie gar von Kucha missbraucht werden. Und trotzdem fühlte ich, dass mir mit der Extraktion ein wichtiger Teil geraubt wurde. Wieso bloß kommen mir plötzlich diese Gedanken? Dieser Wind, diese Landschaft. Was ist das für ein seltsames Gefühl, von dem mein Herz erfüllt wird?
Tja. Hier ist Betreten verboten. Verboten? Und wieso darf er rein? Cooper? Sieh denn, hier drin gibt es nur Felsen und trockene Erde. Sternensand habe ich schon mal probiert, aber der Sand hier hat nicht das richtige Aroma. Aber das Wasser ist schön klar. Aber niemand darf. Ach, macht er nichts draus. Das Beste ist, man kümmert sich gar nicht um ihn. Okay. Können wir hinterher? Nee, können wir nicht. Schade. So, ich glaube, haben wir jetzt die Gefühle von allen abgeklappert? Quina hat ja sowieso nur Essen im Kopf. Sidane ist... Oh, Vivi. Was ist? Stimmt was nicht? Nein, ich habe nur ein wenig nachgedacht. So. Aber weißt du, manchmal ist es gar nicht so sinnvoll, so viel nachzudenken. Oh, ja. Ja, ich weiß. Danke, Sidane. Ich werde trotzdem noch ein wenig nachdenken. Ach, es ist immer so schlimm. Ich hasse das auch. So, haltet ein, Kupo! Entschuldigt die lange Warterei. Die Gerichte von Chefköchin Aiko werden demnächst serviert. Um euch die Wartezeit zu versüßen, wurde mir aufgetragen, euch zu den Wandgemälden zu führen. Bitte hier entlang. Das sind voll die gebildeten Mokris, finde ich. So von der Art und Weise her, wie die reden. Und Aiko ist für eine 16-Jährige, für eine 6-Jährige eigentlich auch recht. Aiko beim Kochen, oh Gott. Ändert man die Buchstaben ein bisschen, hat man Heike beim Kochen und das ist nicht gut zuzugucken. Also, wie viele Mäuler gibt es zu stopfen? Einmal für Sidane, einmal für Aiko. Dann für diesen etwas trübsinnigen kleinen Jungen, Vivi. Und für Lili muss ich wohl auch einen Teller richten. Dann noch jeweils für Mogo, Moko, Mocha, Chimomo, Mogel und Morrison. Füll den Topf bitte mit Wasser, damit es für alle reicht und stell ihn auf den Herd. Aiko kümmert sich um die Zutaten. Kupo. So, also das waren 10 Leute im Übrigen. Wir nehmen aber Wasser für 11, weil man macht immer ein bisschen mehr. Ne, falls einer mehr essen will oder so. So. Man macht nie genaue Portionen. Ein Topf, brodelfein. Jetzt noch ein paar Granatenkürbisse rein. Oh, Cheerio-Früchte rein, so muss es sein. Zum Abschmecken noch die Bergjuckzirken aus Hunterabad? Nein, lieber nicht. Dankeschön. Jetzt kann's endlich losgehen. Hühnenliane rein und Huisasa, Pfeffersalz und Tralala. Eine Kartoffel, Tralitrala. Noch einen Kürbis, wunderbar. Und noch ein wenig Salz, ja, ja. Cheerio-Frucht, du süße Cheerio-Frucht. Hab einen an der Angel, Kupo. Und was für ein Brocken, Kupo. Schaffst du es? Mocha, richtig umrühren, sonst kult noch alles an. Wir fangen gemeinsam diesen Riesenfisch. Wir sind ja viele Leute. Das ist aber wirklich ein dicker Brocken. Bei 3 hieven wir das Ding mit einem Ruck an Land, okay? 1, 2, 3. Oh, er ist wirklich ein fetter Fisch. Ah! Oh, da ist auch was. Zelt erhalten. Okay, vielleicht sollten wir doch noch mal ein bisschen genauer die Umgebung untersuchen. Weil das sieht man ja wirklich gar nicht da in der Ecke. Ja, aber hier scheint nichts mehr zu sein. Okidoki. Jetzt dürfen wir die Wandgemälde schauen. Er hält hier Wache. Wahrscheinlich fühlt er sich ein wenig gekränkt. Es ist zwar auf Anordnung von Fräulein Aiko passiert, aber er war wohl etwas bestürzt darüber, dass jemand von außerhalb Eintritt gewährt wurde. Aber seid unbesorgt. Wir Mokris haben alle Fräulein Aiko so lieb, dass er es auch bald verstehen wird, Kupo. Scheint ja echt eine große Sache zu sein, diese Wandgemälde. Das Volk der Esper hat seit Generationen diese heiligen Wandgemälde behütet. Das Volk der Esper. Ich muss Lilly holen. Sie kann auch Bestia beschwören. Tatsächlich? Ich glaube, die ist da vorne hingerannt. Ja, mal gucken. Ja, da steht's rum. Sehr schön. Lilly. Hey, komm mal mit. Da gibt's was, das entscheidend mit der Beschwörungsmagie zu tun hat. Mit der Beschwörungsmagie? Ja, genau. Nennt sich Platz der heiligen Wandgemälde oder so.
Okay, dann wollen wir mal. Dann gucken wir uns mal die heiligen Wandgemälde an. Bin mal ganz gespannt, was da auf uns zukommt. Im Übrigen hat der Raum der heiligen Wandgemälde noch ein ganz, ganz krasses Geheimnis auf sich. Was wir natürlich früher oder später auch entdecken werden. Das geht aber, soweit ich weiß, momentan nicht. Das müssen wir zu einem späteren Zeitpunkt machen. Die heiligen Wandgemälde wurden die ganze Zeit von Aiko und ihrem Volk behütet. Und auch wir Mogris haben die ganze Zeit über auf die Wandgemälde und Aiko aufgepasst. Also fass ja nichts an! Und wo ist jetzt dieses Volk? Das kann ich dir aus meinem Mund nicht sagen. Gut, ich meine, es sieht halt rein von dem Zerstörungsgrad her, sieht es hier halt schon aus, als wäre da irgendwie ein Krieg abgelaufen oder sowas, ne? Kann ich? Hallo? So, tretet bitte ein. Dies sind die heiligen Wandgemälde des Esper-Volkes. Das Volk der Esper erforschte die Bestia und hinterließ der Nachwelt das Wissen über jede Neuentdeckte in Form der Wandgemälde. Existieren diese Bestia alle wirklich? Kupo. Dieser Ort ist sozusagen die heilige Stätte der Esper, Kupo. Fräulein Aiko betet hier jeden Tag und zündet ein Räucherstäbchen an, um ihre Ahnen zu ehren, Kupo. Welche ist das? Das ist Atmos. Bahamut. Was hast du, Lilly? Ich... Du bekommst dich schon wieder zurück. Ich möchte mich hier noch eine Weile umschauen. Gut. So, also hier, das sind die Wandgemälde, die können wir jetzt noch nicht anklicken. In einem späteren Verlauf des Spiels wird es uns möglich sein, diese Wandgemälde auch anzuklicken und uns quasi anzuschauen. Das geht jetzt noch nicht, wie gesagt. Die Natur stand bei den Esper an höchster Stelle. Sie nannten diesen Planeten hier Gaia und sahen in den Bestia eine Art Schutzgötter, die über diesen Planeten wachen. Indem sie Nachforschungen zur Beschwörungsmagie anstellten, versuchten sie, mit diesem Planeten und dessen Natur eins zu werden, Kupo. Die Esper kamen vor 500 Jahren zum ersten Mal in dieses Land. Aber jetzt? Erinnert doch so ein winzig kleines bisschen hier mit eins werden mit dem Planeten und so. Erinnert an Final Fantasy VII, ne? Mit dem Planeten eins werden, das war ja auch hier mit dem Volk der Kettra. So, also wir können hier leider noch nicht so viel gucken, aber im späteren Verlauf des Spiels wird es möglich sein. Ist dann auch sehr interessant. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass es jetzt nicht geht. Eike beim Kochen Teil 2, okay. Schauen wir mal. Der Köder lässt auch zu wünschen übrig. Weiße Haut, weiße Haare, komische Klamotten. Du bist also Kutscher, von dem sie denn gesprochen hat. Kriegen und die anderen suchen nach ihm. Man nennt mich Quina. Jetzt weiß ich's. Das Ding, was am Bergrand hinter Mogu her war. Ich bin Aiko. Mogu, wenn du den da siehst, darfst du dich auf keinen Fall zeigen. Ich rieche Essen. Aber das ist nicht für dich. Das Feuer ist zu schwach. Sag bloß, du kannst außer Essen auch noch kochen. Mein Schicksal ist es, die Geheimnisse alles Essbaren zu erkunden. Das ist ja die Gelegenheit. Lassen wir ihn mal probieren. Ich weiß, wie viele sich in diesem Dorf befinden. Shigang und die anderen, ein paar Muckis, insgesamt 11. Oh, hat das gepasst. Ha, genau die richtige Menge. Aber in diesem Herd ist das Gericht für 9 Personen das Maximum. Ein Menü für alle war also gar nicht möglich. Oh nein. Eine alte Weisheit besagt, koch lieber zu viel als zu wenig. Also hätten wir für 12 nehmen müssen. Klar, wir haben Quina vergessen. Man weiß schließlich nie, wann man unerwartete Gäste bekommt. Und vielleicht gibt es ja einen Vielfraß unter den Gästen. Ja, das kenne ich irgendwoher. Gute Arbeit, das Essen nicht genau für 10 Personen reichen. Ha, doch richtig. Sind das alle Zutaten, die du für diesen Eintopf hast? Chimomo holt gerade Kartoffeln. Die Stärke des Feuers ist entscheidend. Ich habe eine Idee.
Hier gibt es einen Schwarzmagier. Er wird uns mit dem Feuer helfen. Ja, stimmt, Vivi. Oh Gott. Kulski. Ja, ist ja toll, dass es passt. So, lass uns nochmal da reingehen. Gucken, ob sich irgendwas ändert, wenn wir dann mit den Leuten sprechen. Wir reden nochmal mit Lilly. Lalalele. Die meisten der Bestia sind mir völlig unbekannt. Ja, der redet immer das Gleiche hier. Ich glaube, bei den Ketra, Final Fantasy 7, waren das nicht auch 500 Jahre oder waren das 1000 Jahre? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber es so vom Prinzip her erinnert es mich jetzt halt so ein bisschen daran, ne? So, hey Bibi. Okay. Kupo! Kupopopo! Ich dachte, die hätten Bibi dazu geholt. Das ist ja der reinste Festschmaus! Kupopopopo! Wie kommst du denn? Keine falsche Bescheidenheit. Oh, ich habe da was weggeklickt. Wie heißt dieser weiße Typ, Quina? Er hat Aiko ein bisschen geholfen. Geholfen? Und ich dachte, sein einziges Interesse läge im Fresse Essen. Und Vivi hat Aiko auch geholfen. Hehe. Dann mal ran an den Speck. Und? Alle Achtung, der Eintopf ist ja wohl erste Sahne. Der Fisch ist absolut edel. Sag mal, Aiko, wo sind eigentlich die anderen Esper? Hab bis jetzt noch keinen einzigen getroffen. Sie leben ja wohl nicht unterirdisch, oder? Unterirdisch? Doch. Sie schlafen alle unter der Erde. Was? Aiko ist die einzige noch lebende Esper. Seit Großvater vor einem Jahr gestorben ist, lebt Aiko alleine mit den Mokris zusammen. Ganz alleine? Aber es macht Aiko nichts aus. Aiko ist nicht einsam. 4 Jahre bevor Aiko auf die Welt kam, also ungefähr vor 10 Jahren, wurde das Dorf von einer Naturkatastrophe heimgesucht und selbst die Überlebenden erlangen bald ihren Wunden. Aiko ist das letzte Kind, das in eine glückliche Familie geboren wurde. Aber ich war noch klein und kann mich nicht mal an ihre Gesichter erinnern. Verstehe. Findest du nicht, dass das Wort Schönheit nur für Aiko existiert? Was ist los? Aiko hat das Dorf nicht verlassen, weil sie darauf wartete, dass jemand wie du, Sidane, ein Prinz, sie eines Tages abholt und das Feuer der Leidenschaft in ihr entfacht. Du bist 6, Kind. Das ist ja ein Zitat von Meister Ivans Gebet an die Sterne. Ach, Menno! Woher kennt Aiko das, wo wir doch so weit weg von der Zivilisation sind? Danke, es war ausgezeichnet. Puh, ich bin pappsatt. Achso, das war Vivi, na egal. Ich bin völlig vollgefressen. Und? Dieser köstliche Geschmack macht das sicherlich süchtig, oder? Ja, wie dem auch sei. Hätten wir noch einige Fragen. Wie dem auch sei? Das ist aber gar nicht nett! Ich räume jetzt ab. Bring das Geschirr in die Küche, Sidane. Mein Gott, was eine Hexe. So. Jadestein. Ich glaube, da haben wir schon einen von. Okay, gehen wir mal. Ach, noch eine Kiste. Phoenix Downer. Was hast du zu sagen? Was für ein altes Buch. Nicht mal der Titel ist lesbar. Aber ich glaube, es ist das Werk von Meister Ivan, Gebet an die Sterne. Und es ist eine Erstauflage. Ich habe in unserer Schlossbibliothek das gleiche Buch gesehen. Wie kommt denn ein Buch, das über 500 Jahre alt ist, hierher? Naja, wie kommt's in deine Bibliothek? So, wir räumen mal den Tisch ab, wir sind so nett. Aber ich werde nicht spülen! Wenn du eine Spülmaschine hast, ist das okay, die werde ich einräumen, aber mehr werde ich nicht tun. Lilly ist wohl nicht die Einzige, die auf dem Schlauch steht. Kein Wunder, dass sich die zwei nicht näher kommen. Was natürlich nur gut für Aiko ist. Wo willst du es hinhaben? Habe ich was am Mundwinkel? Danke, Sidane. Stell es einfach dorthin. Sag mal, Aiko, was weißt du etwas über den Baum Ifas? Was ist mit Ifas Baum? Wir wollten eigentlich dorthin. Den Ort hat Aiko versiegelt. Ich glaube nicht, dass ihr dort hinein könnt. Du hast den Ort versiegelt, Aiko? Nein, nicht wirklich. Bei sowas ist er dann immer plötzlich hellwach.
Bevor Eiko geboren wurde, wurden bei fehlgeschlagenen Beschwörungen Bestia in Ifas Baum gebannt. Anscheinend war es Brauch, falsch beschworene Bestia dort zu verbannen. Falsch beschworene Bestia? Okay, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir dann mal Päuschen. Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Ich mache mal Pause. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit Final Fantasy IX. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.